Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession hier zurück in Ark bei Ark zu Ark. Hallo, guten Tag. Stimmt ja. Einerseits darf ich Ihnen präsentieren mein Haustier, das fliegen kann, das schweben kann. Gibt es nur bei mir und auch nur in Ark. Bei Mankey ist letztes Mal ein Fisch, glaube ich, durch die Bude geflogen oder in der Luft geflogen. Hier gehen ganz schön viele komische Dinge ab. So. Also auf Ausdauer. Ja. Gehen wir noch auf Nahkampfschaden. Sehr gut. Ja, kleiner. Flieg mal du weiter. Den nehmen wir jetzt mal. Dann fliegen wir mal ganz kurz an eine Position, denn wir haben es eilig. Stimmt. Oh. Erstens muss ich die Basis weiter aufbauen. Zweitens muss ich mich noch für letzte Aufnahme entschuldigen. Da habt ihr gesehen, da waren ein paar Sachen abgeschnitten. Jetzt passt alles. Ich war nämlich in der falschen Szene drin. Habt es nicht gemerkt. Ich habe nämlich in der Game-Szene meine Facecam ausgemacht und hab dann irgendwie gedacht, hä, warum ist jetzt die Facecam an? Hab mir nichts dabei gedacht. Am Anfang war die Facecam ein bisschen komisch, habe ich die ein bisschen rübergeschoben, weil alles halt, es war halt die Monitor- und Facecam-Szene, habe ich nicht geblickt, da ist ja alles ein bisschen hochskaliert, ein bisschen größer gemacht, da war halt ein Teil von Ark abgeschnitten, deswegen, Entschuldigung, ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht nochmal, das war ein bisschen doof. Ich das hasse. Jedenfalls fliegen wir jetzt mal ganz kurz an eine Stelle. Und zwar an die Koordinaten 55 und 55, also ja, 55, 55. Denn da gibt es eine, wie ich gehört habe, eine Explorer Node in einem kaputten Gebäude und die suchen wir jetzt mal. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, das ist kein Hinterhalt. Jedenfalls bin ich mal gespannt. Ah, die kämpfen mal wieder. Ja, aber weißt was? Sollen wir nicht zuerst mal den... Zuerst bei den Beacon holen? Klar doch. Holen wir zuerst bei den Beacon. Weißt was? Nee. Okay, 55, 55. Ein kaputtes Gebäude. Die Aufnahme läuft, ja. Ein kaputtes Gebäude sollte hier sein. Nein. Hier war ich schon mal. Mit Mankey. Hier haben wir, glaube ich, letztes Mal irgendwas gezähmt. Letztes Mal ist gut, ist schon ein bisschen länger her. Jedenfalls sollte ich hier irgendwo... Ah, vielleicht hat das kaputte Gebäude drüben am Strand da vorne. Naja, sieht irgendwie... Ja, vielversprechend aus. Aha. Da ist doch nichts. Oder vielleicht doch hier ein bisschen weiter drüben. Irgendwo. Da ist hier so ein Stegu. Ah, Tech-Quetzal. Aha. Oh, oder oben. Da war doch auch noch irgendwas.
Genau, da ist so eine Brücke. War hier oben nicht irgendwas? Da. Da ist es doch. Kommen Sie mit. Wo ist er jetzt? Gut. Aber eine Sache. Ist das jetzt etwa ein Witz? Ihm gehört diese Plattform. Ja, schön, weg. Warum gehört ihm dieser Teleporter? Hat er den da mal hin platziert? Ich würde gerne mal angreifen, aber ich weiß nicht, wie stark der ist. Gut, wie wär's, wenn wir mal den T-Rex tämen? Tämen? Komm, wir tämen ihn. Ja, wir können ja da oben stehen und ihn dann zähmen irgendwie. Oh, das ist ein Raptor. Boah, sind die... Gut, ich gehe da lieber weg. Noch mehr will ich mir nicht klauen lassen. Gut, warum sind da zwei? Da muss ich erstmal kräftig schlucken, weil letztes Mal waren da nicht zwei. Und die sind halt sehr nah an meinem Gebäude dran. Wenn die kommen, dann kann es natürlich sehr schnell, sehr böse enden. Bin ich eigentlich zu hoch oder zu niedrig? Keine Ahnung. So. Level. Gehen wir mal auf Gesundheit. Ja, ich würde noch mal ein paar Sachen zähmen, sage ich schon, ein paar Sachen hier. Vernichten. Ein paar Dinos. Gegen den komme ich nicht an. Komme ich gegen den anderen Flugsaurier an? Könnte nochmal mein Glück bei der Schildkröte verwenden. Ich hätte nochmal Chitin und so rausbekommen, aber sonst. Ja, geht. Ich glaube, Dino und Dino ist
Lederkeratin, ja, geht. Ich weiß gar nicht, was man aus den Käfern rausbekommt. Ja gut, ja gut. Bräuchten, glaube ich, noch mehr. Ich weiß gar nicht, was wir noch mehr brauchen. Ich würde ja gerne die ganze Basis aus Eisen updaten. Zu Eisen updaten. Moment, ist er schon angeschlagen? Oh, noch 21 Schaden. Okay. Jetzt wird's böse. Jetzt weiß ich gar nicht. Jetzt rennt der Triceratops bei den anderen hinterher. Ja gut, aber... Ja gut, dann komm mal mit. Schön ins Wasser. Okay, jetzt sind die nicht mehr aggro, oder? Hoffe ich mal. Kurz mal ausruhen. Ja, bis es weitergeht. Sehr gut. Puh. Gut. Boah, diese Aasgeier, ich hoffe. Diese Aasgeier, die sind echt schlimm. Aber ich fände es immer noch lustig, wenn man wirklich so eine gesamte... Oh, jetzt werden die Stegos hin angegriffen. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine gesamte Armada so eine ganze Armada züchtet. Dann kommen die angeflogen und klauen einfach alles Wichtige aus seinem Inventar und dann fliegen sie halt danach weg. Das wäre so gut, aber vielleicht mache ich das sogar. Ich muss aber mal schauen, wie die heißen, die Dinger, wie man die zähmt. Und falls man die dann natürlich überhaupt zähmen kann, das wäre natürlich richtig gut.
Ich verstehe das nicht. Warum ist Ark so extrem verbuggt? Oh, und das Doofe ist, jetzt müssen wir noch die ganze Basis wieder reparieren. Wegen dem letzten Mal. Hier, der Generator ist ja, hier ist alles komplett kaputt. Metallbaren Zement, ob wir alles haben? Ah, stimmt, da fliegt er noch. Oh, das hier. Kristalle. Verschwindet eigentlich Öl? Wo haben wir eigentlich... Ah, ich glaube, da drüben haben wir noch Öl drin, gell? Hm. Ob das noch... Öl brauchen wir 5. Zündpulver und Zement. So, Zement und Zündpulver. Ach, und dann können wir das hier herstellen. Ach so, Schießpulver. Ah. Gut, dann brauchen wir noch Zement. Aber noch... Ach so. Was brauchen wir noch? Wir bräuchten ja noch Öl. Zündpulver. Ja. Wie viel brauchen wir davon eigentlich? Ganz genau, weil dann würde ich die anderen Sachen nochmal... Wir brauchen mal ganz wenig. Aber bevor ich jetzt kurz mal Öl holen gehe, möchte ich ganz gerne die Sachen hier nochmal... Also ich möchte nur ganz wenig im Inventar haben, weil ich nicht alles wieder... Nein, Öl brauche ich. Nicht alles wieder verlieren möchte. So, das kann hier drin bleiben. Die Bären können da rein. So. Ich möchte nicht so viel mitnehmen. Wünscht mir Glück. Das ist so riskant, was ich hier mache. Und ich habe eben keine Rüstung dabei. Drüben wäre noch einer, aber da gehe ich jetzt mal nicht hin. Weil ich nicht auf Risiko spielen möchte. So. Wir müssten aber dennoch... lauter Loot-Sachen mal abstauben. Was aber schwer werden kann, weil wir... Ich wollte ja... Ich wollte noch... Ich... Weißt du, ich will so viel machen, habe aber praktisch nichts. Ich habe ganz wenig Dinos. Und daher ich ganz wenig Dinos habe, habe ich nicht so eine gute Verteidigung, möchte aber gerne noch Turrets und sonstige Sachen haben, was aber nicht geht. Was schon geht, aber dafür müsste ich die Basis verlassen und dann... ist sie halt... Jetzt mal wieder Metall. Und dann ist sie halt ungeschützt. Und das möchte ich eigentlich gerne vermeiden. Toll. Ich brauche noch genau 2 Stück. Weißt du was? So. Gut. Wird wieder repariert. Das ist das eine. Das andere ist, wir müssten die Dächer dann mal upgraden zu Eisen. Vor allem wenigstens in dem Gebiet. Aber genau, das andere ist noch, was ich machen wollte. Wir müssten unbedingt, na, hier kommt er wieder rein, Biberburgen suchen. Puren Metall.
Genau. Ich brauche nämlich unbedingt Zement. Oh, toll, meine Kopfhörer wieder. Oh, dieses Kabel, gell, bei den Kopfhörern. Stego. Alles gut. Alles ist noch... Oder ist... Ja, doch, ist, glaube ich, ein Stego. Alles ist noch gut. Ich habe immer... Immer, wenn es irgendwie wackelt oder so, oder die Erde bebt und irgendwas an meinem Haus läuft, dann habe ich immer so extrem viel Angst, dass wir gleich angegriffen werden und... Ja. Und mal schauen. Oh, da ist eine Biberpo. Ah, ich weiß aber nicht, ob da Zement drin ist. Und warum leckt das so? Kein Zement. Genau, deswegen. Die kommen nämlich und greifen an. Und das möchte ich nicht. Und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Biberburgen. Da drüben ist auch eine. Ich glaube, die ist sogar neu. Oh, geil, Zement. Ja, Biber kommen. Gegen wen kämpfen die eigentlich? Na, ah, klar. Kommen die ganzen Biber hinterher? Hä? Oh. Jetzt schnell weg, wieder in die Hütte und weiter craften. Jetzt müssen wir ganz schnell das Dach noch upgraden. Okay, die Mann ist durchgekommen. Sehr gut. Die ganze Zeit irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja gut. Die ganze Zeit denke ich an Biber sind da. Wie süß. Wie süß, wie süß. Sind sogar auf meinem Dach. Diese kleinen Schwerverbrecher. Ich hoffe, die fallen nicht durch, wenn ich das Dach upgrade. Das wäre nicht so toll. Zu. Ich glaube, wir bräuchten noch zwei Wände, gell? Hier hinten sind die ja abgefallen, oder? Bauen nur noch... Ja, machen wir mal zwei Eisenwände. Ja, glaube ich, am sichersten, weil... sonst können die da hinten... Eins, zwei... Was brauchen wir jetzt wieder? Oh! Jetzt brauchen wir wieder Eisen. Ja, ich glaube, das war... toller Spaß.
Warum frisst das eigentlich so viel Eisen? Das ist ja unmöglich. Tja, wenn wir da noch irgendwann den Boden upgraden wollen, dann brauchen wir noch mehr Eisen. Das wird alles so ultimativ teuer. Gut. Puh. Ich glaube, das Tor, das hält doch nur die Hälfte aus, gell? Oder hält gerade mal 6.000 aus, die anderen halt nochmal 4.000 mehr, 4.000 mehr aus. Ist ja dann so eine Sache, ob das so gut ist. So, mal schauen. Was haben wir noch hier drinnen? Wir haben, glaube ich, nicht mehr viel Eisen. Gell, wir sollten mal wieder Eisenfarmen gehen und dann die Sachen hier reinschmeißen, aber... Ach so, stimmt da. Da haben wir ja Benzin gebraten. Da brauche ich wieder Kabel. Extrem schlimm. Ach nee, die kann man da drüben craften, oder? Electronics. Haben wir hier Electronics drin? Nein. Aber Leder. Und Keratin. Puh. Was brauchen wir nochmal? Electronics, genau. Wir haben keine Electronics mehr, oder? Schön. Das ist natürlich sehr gut. Waffenschaden 100%. Warte mal, haben wir das hier mit. Ja, heute bin ich auch wieder ein bisschen konzentrierter unterwegs, daher rede ich ein bisschen weniger. Ich hoffe, das ist... okay für euch. Das verstehe ich nicht. Warum läuft er jedes Mal weg? Hat schon der Vogel damals gemacht, dann hat er das nicht mehr gemacht, jetzt macht der das. Ich habe keine Ahnung, warum die immer weglaufen, wenn man die parkt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, der kann es nicht mehr tragen. Ah, ha, ha, ha.